Hallo und herzlich willkommen hier bei Ruvi zum neuen Let's Play von mir. Wir spielen hier Strike Force Heroes, den ersten Teil, und schauen jetzt einfach mal rein, was uns das Spiel so bietet. Es muss erstmal rendern. Ist ein ziemlich umfassendes Spiel, da kann das durchaus sein. Ich skippe das erstmal nicht, nur damit ihr hier seht, was hier ist. Hier wieder von Not Doppler. Und natürlich, Sky 9 Games, genau. Drei Leute, also drei Firmen haben dieses Spiel gemacht. Und wir nennen uns natürlich, so wie es uns altbekannt ist, mal so hier. Engelmeck bitte. So, ihr habt gar nichts gesehen. Ja, und wir kommen jetzt erstmal hier rein. Ich habe gesagt, wir spielen mal mit dem Assassin. Ja, ich denke mal, wir spielen mal mit dem Assassin hier. Na, Schneemensch. Komm, nehmen wir mal einen Schneemensch, nur aus Spaß. Oder wir könnten auch mal einen Tank nehmen. Nee, komm, wir nehmen jetzt hier mal den Assassin. Und machen hier die erste Kampagne. Underside. Hidden Research Facility in an unknown location in the ocean. My formula is almost complete. What the? They're here! I have to escape! Oh, hier scheint was passiert zu sein. Wenn der hier schon so flucht. BASD. So können wir spielen. Ah, so kann man es hinhocken. Ah, okay. So sind schon Leute, aber da kommen wir nicht durch. Ah, okay. Müssen wir hier rein? Ach nee, hier kommen wir gar nicht mehr lang. Hier oben sieht man immer, was die hier quatschen jetzt nicht so. Oh, da liegt ein toter Wissenschaftler rum. Top. Jetzt haben wir so eine Pistole Bums. Ah, das tat weh. 17 Herzenspunkte haben wir noch. Jetzt sollen wir nur die Waffe wechseln. Ah, okay. Und wir können gleich mal hier gucken. Die Qualität ein bisschen hoch. Denn so. Na super, da leckt's. Ich weiß nicht, was Gore ist, aber ich stell's mal runter. Und die Effekte stelle ich auch runter. Damit wir hier ein flüssiges Spiel haben. Das liegt nicht an meinem PC, das liegt an meinem Internet, dass ich. Oh dear. Oh dear. Aha. Oh mein Lieber, oder was? So, wollen wir jetzt erstmal hier neue Muni. 78 passt scheinbar in diese Maschinenpistole, die M4 rein. Das ist nicht M4A. Fehlt da was? Von Screen oder? Teil, im neuen, da spielt man immer den Soldaten mit Hilfe, den Wissenschaftler, und hier spielt man den Wissenschaftler und bekommt Hilfe von dem Soldaten. Das ist ganz süß ausgedrückt. Nein, wir dürfen nicht sterben. Nein. Wir werden sterben, das ist jetzt egal. Nein. Wir haben es gerade noch mal so überlebt. Gab's hier rechts nicht irgendwo Heilpacks? Oh, ah, ne, die Tür ist wieder zu, natürlich. Ich helfe dir, Kollege. Ja, das Spiel funktioniert
So, hier unten seht ihr unsere XP-Anzeige, Erfahrungspunkte. Und wir steigen halt Level auf. Wir sehen hier auch, neben unserem Namen steht ein 1, das ja, ist halt unser Level. Da hier, die sind auch alle Level 1. Habt ihr es gesehen? Jetzt sind wir gerade ein Level aufgestiegen. Komm schon. Der Firepower ist too strong. Sagt der Unknown. Durch Leichen können wir nicht durchschießen. Ja, was ich sagen wollte, je mehr XP, desto höheres Level bekommt man. Und desto bessere Waffen kann man auch benutzen. Am Ende werden wir ziemlich viel Geld haben. Und einfach darauf warten, neue Levels zu bekommen. Und hier versuchen zu leveln, weil wir einfach nicht genügend Level haben, um die neuen Waffen, die wir uns schon kaufen könnten, zu benutzen. Aha, noch. Thanks for the help, but I think more of them are coming. Just please get me out of here. Aha, wir sollen wegkommen. I'll get you out of here. But then I have some questions. Also eigentlich Fragen. Ah, wir sollten also ein Soul-Lider-Menü gucken. Das tun wir doch gerne. Hier können wir uns neue Waffen raussuchen. Hier können wir uns Killstreaks und Skills raussuchen, ja. Kann man noch ein bisschen ändern, aber... Ja, dazu braucht man alles Level 2. Deshalb spielen wir einfach mal weiter hier. 2 weeks earlier. Alright, man, you know the drill. Get in Suppressed Rebellion and head back to base. Irgendwas mit einer Rebellion, den Rest konnte ich selbst nicht übersetzen. Ziemlich komplexes Englisch. Dass das hier vielleicht auch deutsche Leute spielen, daran haben die natürlich nicht gedacht. Dürfte jetzt nicht denken, dass ich kein Englisch kann. Bloß nicht so gut. Dass ich das jetzt manchmal übersetzen könnte. Viele Leute aus der 8. werden das wahrscheinlich nicht können. Ich meine damit jetzt nicht, dass ich 8. bin. Auch nicht 5. Na, jetzt bleibt nur 2 Klassen übrig. 6. oder 7. Viel ist gerade. Es tut mir das furchtbar leid, aber ich stelle die Qualität mal noch ein Stückchen runter. Vielleicht läuft es da noch ein bisschen flüssiger. Weil wenn es die ganze Zeit wäre, kann ich das eigentlich Tor oder Kosten kriegen auf die Kante. Alter, der ist schon. Oh, schieß hier, schieß. Oh, ah, ein Hit. Wo ist das gewesen? Hier unten können wir, wenn wir mal tot sind, noch unsere Klasse wählen. Aber das wollen wir ja nicht, da wir bei unserer Klasse bleiben. Boah, ey, das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Spiel liegt. Oh, habt ihr gesehen? Gerade Headshot? Also Headshots machen mehr Schaden als normale. In Wirklichkeit töten sie sofort, aber... Wie man hier gesehen hat, ist das... Hier ist das doch... Skill und Locate und irgendwas anderes. Nein, die haben mich getötet schon wieder. Das finde ich hier ganz nett. Nee, wirklich. Ich finde es ziemlich nett, dass die mich hier... Ja, jetzt kannst du hoch.
Ja, hier ist ein bisschen mein Gutes für Energie. Ich wollte eigentlich gar nicht die Waffe wechseln, da habe ich das versehen gespielt. Ruby, mit einer Scout habe ich den Rebell getötet. Das sieht man drum. Oh, oh, oh. Ich brauche Munition, da ist meine Munition gekauft. Nein! Bei dir hätte es auch nur noch einen Schuss gebraucht, du. Nicht. Oben, hier an der Ecke, sehen wir, wie viele, ja, was wir machen müssen, ist ein Team-Deathmatch. Hier sehen wir die Tode und, ja, wer wen getötet hat. Und wir sehen halt auch, dass wir jetzt schon 20 haben und die ersten drei. Drei Kills und plus 20 haben. Hup. Wow, no, what's sind wir Level 2? Ja, wir müssen Level 2, dann könnten wir uns Combat Knife. Ja, warte mal kurz. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte mit einem alle Waffen freischalten. Das möchte ich auch. Deshalb kaufe ich es mir einfach alles mal. Wenn ich es könnte. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich auch mit allen kämpfen soll. Das wird irgendwann zu viel, glaubt mir. Obwohl, wir kämpfen mit jeder Waffe einmal, dann machen wir das jetzt durch. Sobald wir können, kaufen wir uns immer eine Waffe und, ja, kämpfen mit jeder einmal. Los, komm, spring rüber. Das ist ja meine persönliche Lieblingsmap hier. Meine... Oh. Ihr habt ihn nicht gekriegt, ihr bösen Bogen. Haben wir nicht irgendwie einen Skill freigeschaltet? Ich glaube hier, Alter, hier. Oh. Oh, den sein. Den ist aber nicht abgezogen. So. Alter, du hier, du Feigling, bleib stehen, bevor das. Ja, das wird nicht reichen. Die machen Moves aus uns. Ah, ja, kommt. Los, schnell mit unseren Kollegen. Dann schießt er nämlich den statt nicht. Aber wir können ihn dann noch besiegen. Okay. Das meine ich. Okay. Das wird schon wieder, glaube ich, aufgeschrieben. Level 4 sind wir schon. Alter, Alter. Dürfte dann auch der Part Digizone sein. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich immer mitten im Match mal kurz ins Menü gehe, also Pause hier, Escape. Da bewegen sie sich ja nicht weiter. Hier, ich bleibe stehen. Und dass ihr dann ja im nächsten Part weiter gucken müsst, die Schlacht, wenn wirklich keine Zeit mehr sein wird. Ausgespuckt hier. Es ist halt immer ganz wichtig, sich eine Munition zu beschaffen, weil die, ja, verbraucht man recht schnell. Also gehen wir mal schnell da hinten hin. Gehen wir mal zu den Missionen. Oh, 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 oh. Also ich bin doch der nicht. Oh, der mir geklaut, ihr Bösen. Okay, das war nicht zu spät reagiert. Der heizt uns wirklich ein. Ja, meine Tastatur schon wieder. Oh, gerade so. Okay.
Killstreak und Locals. Ich weiß nicht, ob ich mir alle Killstreaks hole. Wahrscheinlich ja, aber ich werde sie nicht alle ausprobieren. Ihr könnt mir dann ja sagen, welche ich ausprobieren kann. Ich würde sagen, jetzt ist hier dieser Part zu Ende. Und wir sehen uns im nächsten. Ich verkrieche mich mal hier in die Ecke. Laden der hier noch nach. Und dann bis zum nächsten Part.